Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind im gleichen System wie zuletzt, wo wir von dem kleinen Minimond gestartet sind. Das ist eigentlich der Anblick, wo wir beim Starter heute. Moment, da stimmt was nicht. So, und hier sind wir, hier kommen wir her. Hier wollte man hin. Das sind 100,7. Und das ist doof. Das ist sogar noch weiter. Mist. So, was denn hier? 111 ist hier noch schlechter. 113. 146. Und hier ist gleich gar nichts. Doch 108. Hier. Oh, das ist nicht gut. Dachte, es wäre möglich, aber da müssen wir aufladen. Okay, was brauchen wir hier? Hundert,7. 100,7. Moment, Moment, Moment. 80,2 springen wir momentan. Achtzig Komma zwei, 25%, 100,7. 25% von 80. Das sind 20. Ach, das langt nicht. Das langt ganz knapp, langt das nicht. Da müssen wir wohl eine Standardeinspeisung nehmen. Was haben wir? Oh, Cadmium brauchen wir dort vor. Das können wir es nochmal aufsammeln. Kohlenstoff, ach, das kriegst du noch geschmissen. Vanadium ist auch nicht so schlimm. Niob, das haben wir schon lange nicht gefunden. Ach komm, zünde mal einfach. Das andere, das langt gerade nicht. Und da hätte man eventuell noch ein bisschen müssen so rumfliegen. Weil ohne Inspeisung kommen wir jetzt nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Das ist das Problem. Da können wir auch keinen Zwischensprung machen, um ein bisschen Sprit abzubauen. Das funktioniert leider nicht. Also zünde mal die. Ist auch egal. Ja, bin ich mal gespannt. Ich will dann wenigstens irgendwas haben, wo man unseren Namen dran schreiben können. Damit man auch sieht, dass man da war. Also zumindest wenn man dann hat man die Daten wieder abgebannt. Auftanken lassen wir gerade mal. 28. Okay. Ja. Dann scannen wir mal. So aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, das war nur N-Name dran. Das ist schon mal gut. Ja, das ist nur N-Name. Da haben wir Gelegenheit, ins Sofa nicht zu verwirkliche, zu verewige. Also bis jetzt war hier noch nichts terraformierbar. Das wäre auch 100.000 Lichtsekunden entfernt. Kommt man dann gerade gelegen. Oh, guck mal, das war schon detailgescannt, scheinbar.
Ei ist terraformierbar. So, lass uns mal gucken. Lass mal hier an. Also, der Hamstelbuster, der kennen wir. Shadow Noir. Okay. Wie schaut es hier mit Planet aus? Zuerst erfasst von Grindage 60. Das hat er ausgelost. Ach komm. Oh! Alidnil. Dem sein Name findet er überall. So, ziemlich bekannter Explorer aus dem englischen Forum. Der war, glaube ich, schon überall. Gibt, glaube ich, keinen Punkt, für den er noch nicht war. Ich glaube, den sieht man ziemlich oft, wenn man bei der EDSM in die Rekorde guckt. Und die Foxiane hat sich das nicht nehmen lassen. Foxiano hat hier einiges gescannt. Ach, der ist auch terraformierbar. Da. Alexim. Also hier war auch schon einige. Deshalb würde ich sagen. Hier. Da haben wir hier irgendwas Besonderes. Nur zwei Biosignale. Ne, komm, dann. Fliehen wir zum zweiten Planet. Da ist noch kein Detailscan drauf. Die Terraformierbare brauchen wir letztes Scanne. Das lohnt nicht. Die sind schon vergeben. So, das ist ja die Frage. Kommen wir von hier noch irgendwo hin? Oh, momentan wären wir damit 19.003 Lichtjahre von Sol entfernt. Auch nicht schlecht. Galaxie ist wohl hinter uns, weil vor uns ist relativ schwarz. So, komm, put. Wie war das? War der landbar? Ja, mir scannen es erstmal, dann gucken wir uns mal auf der Karte um sie erst. Bevor wir hier was anderes machen. War der landbar? Ja, wäre er sogar. Was gibt's denn hier? Cadmium, Germanium. Tja. Wissen wir was? Wir gucken uns jetzt erstmal hier um auf der Karte. Ob wir hier noch was finden. Oh, da kommen wir so. Oh, da kommen wir sogar hin. Wie geil. Aha. Wunderbar. Das ist. Moment. Das ist. Haha, falsche Richtung. Okay, was ist falsche Richtung? Aber da kommen wir hin, das ist schon mal gut. Aber nach außen. Wie Sie sehen. Sehen Sie nichts. Okay. Da geht's nämlich sonderlich weiter raus. Hier. Meine Herren. Oh, da kommen wir auch noch hin. Das ist doch wunderbar. Zumindest in zwei Systeme kommen wir noch. Fahren wir weiter so gucken. Das ist doch schon mal was, oder? Ist halt die Frage, soll man hier das Land oder soll man lieber weiter springen? Na komm, springen wir weiter. War in der letzten Folge erst gelandet. So, warte mal, wo? Hier. Genau.
War erfasst, oder? Ganz verwirrt haben wir denn erfasst jetzt. Wahrscheinlich hat jo gereicht, oder? Ja, genau. So, okay, mit dem Durchsprung halt wieder der Galaxie entgegen. Und dem Mobil mal auf den hier. Gut, und nur im Hinterkopf behaltet, dass man mit einer Standard- oder mit einer normalen und einer kleinen Aufladung wieder hier rauskomme. Aber eventuell ist es sogar besser, vielleicht irgendwie Grosimose zünde und dann. Oh, und ich hätte gerne durchaus mal gucken. Was für Sternklasse mal viel, weil unser Sprit ist nicht mehr allzu viel, allzu groß. Auftanken geht's. Aber gut, hier ist in der Regel. Oder. Also, mehr, oder sagen wir es mal so: Wir haben schon lange keine nicht Hauptreihensterne-Mixin hier. Insofern. Ist eigentlich alles okay. Und dann gucken wir mal, wer hier war. Und wo wir unsere Unterschrift noch dran klatschen können. Eine Wasser- oder Ammoniakwelt, irgendwas ist hier. Aber das wird wahrscheinlich schon abgefrühstückt sein. Ich bin schwer davon aus. Gut, da war schon Detailscannen an dem Ding. Gibt's doch nicht. Da war noch was. Eine Ammoniakwelt. Ja, aber leider schon Detail gescannt. Das ist schade. Das ist schade. So. Aha, wieder er hier. Gasriesenwasser passiert neben den Namen. Die Namen kennen wir auch. Wieder er und er. Okay, am Mond können wir auf jeden Fall noch. Ach, schade, guck mal hier, 25 Erdmasse. Wow. Also würde ich doch sagen. Was hast du für Ring? Felsig, nee. Wenn es Eisring wäre, hätte ich den Detail gescannt. Ansonsten. Komm. Einfach mal irgendwie so im Mond. Gucken wir mal. Scannen mal gerade ein paar Monde. Ist egal. Nur das mal irgendwo später einen Namen dran haben. Wenn das schon mal ein System ist, wo man wirklich nur mit einer normalen Aufladung hinkomme. Ich will jetzt nicht so unverschämt sein und alles scannen, was noch offen ist. Kann man andere Explorer ruhig noch den Vortritt irgendwo lassen. Das würde ich wahrscheinlich nur machen, alles scannen. Wenn ich jetzt irgendwie ein System finde, wo also komplett unentdeckt ist. Und wenn irgendwas Cooles drin wäre oder so. Eventuell wäre auch schon genug, wenn das System einfach hier existiert und unentdeckt ist hier in der Nähe. Dann könnte ich auch schon den kompletten Umschlag machen.
Das könnte halt nur ein bisschen schmerzhaft wäre, je nachdem, wie viele Objekte überhaupt dosen und auf wie viel man noch landen kann. Hat das schon jemand von euch gemacht? Versucht alles zu holen, also alle Erstbetretungen, alle Detailscans in einem System. Das könnte man vielleicht mal machen, wenn man, keine Ahnung, drei Planeten auf zwei Kanten landen oder so. Oder auf einem. Dann können wir das mal machen. So, warum kommen hier erst doch noch mehr? Da kommen wir eher dran vorbei. Wir gehen hier gerade mal mit der groben Kelle durch. Sehr groß. Oh, man könnte schon scannen natürlich. Gefunden, außerirdische Signale 3, menschliche 4. Das wär's natürlich. Gefundene Signale Raxla. Nee, leider gar nichts. Naja, guck mal, das da könnte man dann doch gerade nur als Bildschirmfoto missbrauchen. Wo sind wir noch in der Nähe? B. Komm, du bist wirklich gerade näher dran. Das nehmen wir auch noch mit. Ja, eigentlich wollte man zum Armhund, aber die Dörfer ist halt zuerst greifbar. Nimm mal die zwei. Dann müsste man ja noch in das andere System kommen. Und das wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Da fällt mir ein, was man auch noch definitiv mal. Ob man das irgendwie hinkriegen, wenn man sowas findet, dass man Biosignale scannen. Und zwar, dass man noch irgendwie eine schöne Aussicht auf die Galaxie hat. Oder wie das überhaupt kommt von so einem Dingens, Kirchens, Atmosphäre, Planete halt. Das könnte man wohl fast nächstes Mal oder so intakt. Also hier ist auch nichts. So, oder wir fliehen hier hin zu der Magellanischen Wolke. Wäre auch so eine Idee. Wenn es denn gehen würde. So, was ist denn hier noch alles? 125 wäre ein bisschen weit. Hier ist dann gleich gar nichts mehr. Das ist dann so, ja. Ja, der Außenbereich, du hast nichts zu wollen. Sagen wir da diese Richtung irgendwas? Nö. Wir haben hier was, das ist wahrscheinlich viel zu weit. Und hier, das ist ja angenehm. Guck mal, da kommen wir zwar nicht hin, aber wenn wir hier, dann kommen wir hier hin. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay. Zack.
Lookout-Mode zur Sicherheit. Gucke, heute mal nicht hier was sowas gehabt. Ne, Biosignale haben wir hier gar nicht. Also Atmosphäre, meine ich. Zumindest irgendwie in der letzten Folge sind wir doch, glaube ich, bei irgendwas vorbeikommen oder so. Oder irgendwas unlängst oder war es in der Folge sogar schon, ich weiß es gar nicht. Wo mir irgendwas hatte mit Biosignale. Das war aber nur zwei. So, warte mal, der Sprit, der reicht. 13 Objekte. Oh, nee. Ich war aber irgendwas falsch. C und D, hm? Huh? Irgendwas ist so nah zusammen, offenbar. Nee, noch nicht immer. Okay. Oh, guck mal hier. Zumindest haben wir Atmosphäre. Also, der Valley J war schon mal hier. Den Namen können wir. Epis Odyssey. Haben wir auch schon mal gehört. Was hat der noch mitgenommen? Oh, das gibt es noch gar keine Detailscans hier. Der hat das sehr selektiv gemacht. Der Honzograph, den Namen kennen wir auch. Oh, warte mal. Es wäre natürlich ideal, wenn es hier oder hier was gäbe. Biologisch 2. Ja, immerhin. 4, aber das ist schon entdeckt von dem. 4. Hi. Das doch, was zahlen dann Leute von? Wir haben Kohlendioxidatmosphäre, Ammoniak. Hier würde ich doch sagen, oder? Biologisch 4. Hier gab es ein bisschen Auswahl. Was? Wo liegt den? Okay. Selen, Niob, Polonium, Zirconium. Das hätte auch was für sich. Ich glaube, das takte mal fürs nächste Mal in. Und das sieht relativ okay aus. Ich glaube, den holen wir uns, weil der ist noch nicht detail gescannt. Der ist aber noch nicht entdeckt, komischerweise. Das ist hier richtig cool. Also da wäre unser Name quasi schon dran, weil... Und hier gucken wir uns mal nur deine Biosignale um. Dass man, da können wir es hoffentlich so timen, dass wir die Galaxie sehen. Gut, dann ja, steht Plan fürs nächste Mal schon fest. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.